So, ihr Lieben. Da sind wir wieder angekommen. Ein neuer Arbeitstag in Felsbach. Die Sonne lacht. Der Tag beginnt 10 Uhr. Wollen wir mal gucken, wie das bei uns auf dem Betrieb so aussieht. Ja, eine Mitteilung an euch, meine Lieben. Bei mir gab es Probleme. Und zwar technische Probleme. Ihr wundert euch sicherlich, ich habe Probleme gehabt, totale Probleme, sodass die ersten 12 Folgen nicht bei mir dabei sind. Ich musste sie komplett über den Jordan schicken und, da hat jemand das Spiel verlassen, warum weiß ich auch nicht. Und es tut mir total leid. Also das ist jetzt hier meine erste Folge im Multiplayer. Und wir haben auf jeden Fall Folgen. Die seht ihr dann beim Don auf dem Kanal, wenn ihr die sehen wollt. Da haben wir jede Menge gemacht, aber ich musste meine alle entfernen, weil es leider nicht anders ging. So, dann gucken wir mal. Ich werde mal Richtung Betriebshof gehen oder Firma. Und dann schauen wir mal. Aber wolltest du mitkommen? Na komm. Was? Bist du jetzt aggressiv zu mir oder was? Nur weil ich mal eben so an deine Schulter gekommen bin, sei mal nicht so empfindlich. Also wirklich. Du auch? Jo. Leute. Was ist hier los? Können wir so Rempler geben? Warte mal. Ich bin jetzt hier neu, ne? Geil. Ach, ja, Leute. So, dann wollen wir mal gucken, ob da schon jemand auf dem Betriebsgelände ist. So, dann gucken wir mal. Ah, guck mal, da sind sie doch schon. Da sind sie doch schon, die Herrschaft. Ja, natürlich. Ja. Morgen. Morgen. Morgen, Chefin. Ja, das ist ja schön pünktlich. Ja, wir hatten gerade schon, der Finchi musste gerade noch mal kurz nach Hause. Ja, ich hab's gesehen. Weil die Synchronisation nicht mehr passte. Ah, ich verstehe. Ich hab in der Mitte gestanden und er ist da hinten hingerannt zum Tor und sagt zu mir, ja, du stehst doch da. Ah ja. Ja, war wahrscheinlich noch, das hat wahrscheinlich noch mit den Tabletten zu tun, die er genommen hat. Ja. Also, wegen der Scheißerei. Ja. Aber es ist schön, dass Sie wieder da sind, Herr Finch, weil, ja, wir haben viel getan und viele Aufträge. Das war also gestern Mist, sag ich ganz ehrlich. Ja, ich wollte mich nur mal entschuldigen, dass ich so kurzfristig mich abmelden musste. Hoppala. Geht schon wieder los? Was ist hier los? Schon wieder am Kacken. Also ich möchte da jetzt kein Wort mehr drüber verlieren. Wir sollten jetzt uns um die nächsten Aufträge kümmern. Genau, dann schauen wir doch mal nach. Lass uns schauen nach Jobs, Aufträge. Was haben wir Erzählen denn Sie, was wollen wir machen? Ja, das meiste ist ja in der Stadt, in einem Stadtzentrum. Ja, aber wir können erst noch hier suchen. Hier ist noch was im Dorf, ein Hausbau, Hausanbau. Ja, dann nehmen wir das doch. Oder ist das die Garage? Nö. Das ist die Garage. Das ist die Garage. Die wir schon gemacht haben. Ich weiß nicht, ob sie das schon... Also, das ist ein Hausanbau. Warte, ich guck mal eben. Oberboden abtragen haben wir da aber nicht gemacht. Nein. Nee. Das ist ja, dann anderes. Annehmen, komm. Dann nehmen wir den. Jo. Dann nehmen wir den an. Weil wir müssen ja auch mal ein Haus bauen, ne? So sieht das aus. So. Mal gucken. Wo ist das denn? Das ist da hinten. Ja, das ist gar nicht weit weg. Schleife, ja. Ich würde sagen, ich nehme den Pritschenwagen und fahre mit jemandem dorthin. Und dann gucken wir mal. Oberboden abtragen. Ich guck mal hier in den... Ja, was brauchen wir denn dafür? Dann müssen Sie wieder zum Händler? Radlader. Den können Sie auch. Ich gebe Ihnen einfach die Erlaubnis dann. Ja, dann mache ich eine Schnellreise. Ja. Oder gar nicht wahr. Ich mache das anders. Ich kann das doch auch machen. Ich kann doch den Händler betreten. Betreten, genau. Und dann mietest du das Fahrzeug und dann kommst du damit oder wie auch immer. Genau. Ein Atlas. Das kann ich aber auch machen. Soll ich einen Atlas nehmen? Ich kann das auch machen. Lassen Sie mich das machen. Ja, gut.
Gut. Und so, wir fahren gleich mal hin, Herr Finch. Ja. So, wir brauchen Radlader. Ja. Wollen Sie fahren, einfach nur ein Radlader? Ich fahre. Ein Radlader, genau. Klingt normal, ja? Ja, ja. Also wir brauchen jetzt nichts Besonderes, ne? Nein, nein. So, wir sind jetzt schon mal weg. Jo. Können hinten rausfahren, ne? Also ich miete den dann mal. Ja, ne? Genau. Ich nehme jetzt einfach das, was mir hier angeboten wird. Den, wer war das jetzt? Den Boma? Nimm mal den Atlas, der sieht ganz gut aus. Rechts, Herr Finch. Achso, nehmen wir das andere rechts. Gut. Ich steige dann mal in das Gerät ein, ne? Ja. Oder haben Sie sich im Wegpunkt gesetzt, oder was? Ja. Was? Ich? Okay. Ja, gut. So. Aber ich kann ja mit dem Radlader fahren, ne? Ja. Ich glaube, das ist ja nicht so schlimm, oder? Nö, nö, nö. Der ist ja nicht so weit. Sie ist können ja auch dahin fahren, genau. So, dann mache ich jetzt auch mal einen Wegpunkt. Jetzt rechts, Herr Finch? Ja. Und geh einen Wegpunkt und da fahre ich jetzt hin. Gut, los geht's. Ich glaube, jetzt können wir wieder rechts fahren, ne? Ja. Oh, diese Musik, ne? Alter, die fahren. Das ist wieder. Oh, die fahren hier wieder. Ne? Ja, ja, die fahren. Das also, ist, das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ist ja schlimmer als beim LKW-Fahren. Ja. Wir sollten nochmal in Erwägung ziehen, Chefin, den Wagen mal zu tanken. Wie ist das schon wieder leer? Ja, noch nicht ganz, aber. Oh je, wir haben ihn gestern leer gehabt. Das war nicht so toll. Ich hau die alle weg. Ich klatsch die alle weg. Ich habe gerade einen Transporter auf die Schippe genommen. Und da ist es schon, die Baustelle. Unfassbar. Jawohl, ja. Fahren Sie am besten hier rechts auf der Seite. Wir müssen doch hier rein, glaube ich. Ja, aber wenn... Nein, wir müssen da nicht rein, Herr Finch. Nee. Wir müssen den Wagen so hinstellen, dass wir jederzeit rankommen und dass der Herr Hocks mit dem Radlader genug Platz hat. Ja, wahrscheinlich muss ich wohl den Radlader, muss ich euch wohl beladen, damit ihr dann verkaufen könnt, ne? Ja, genau, aber das können wir ja gleich machen, wenn du drin bist dann erstmal. Außerdem seid ihr an der Tankstelle vorbeigefahren, da hätte er tanken können. Ja, so. Achso, mein Helmchen aufsetzen. Ja, Helmchen schon mal wieder aufsetzen, genau. So, ich werde das mal hier klären. Oh, ich fahre ohne Helm. Oh, naja. Ja, ohne Helm fahren ist ja nicht schlimm. Nur auf der Baustelle, da muss er aufgesetzt werden. Hallo? Ja, ja, ach, das mache ich gleich. Okay. Oh, der Bauwagen, ja. Guten Morgen. Oh! Ich wollte nur Bescheid sagen, wir sind dann da. Wir fangen an, das kann jetzt lauter werden. Okay. Ich glaube, wir bräuchten einen Bagger. Nein, nein, wir brauchen einen Radlader, ist ja ein Bagger. Ja, habt ihr mich gehört? Ja. Da kommt er schon. Jawohl, ja. Hupen Sie mal. Jo. Jo, jo, jo. Oh, ich glaube, das Ding ist zu groß. Müssen wir doch unseren kleinen nehmen? Ja, ich glaube, der ist zu groß. Aber ich kann es ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ja. Aber ich kann es ausprobieren, aber ich glaube, das Ding ist einfach zu groß dafür. Ja. Also bin ich fest von überzeugt. Ja, ansonsten springe ich in unseren Kleinen und hole ihn mal her. Warten Sie mal, ich versuche mal. Boah, nicht so tief. Alter Schwede. Oder müssen wir so tief? Keine Ahnung, wird mir das schon anzeigen, wie tief wir sind. Dann nimm ihn von unten weg. Ja. Der Daufel ist aber noch nicht voll, ne? Nee. Warum hebt ihr das nicht an hier? Wollen Sie dann hier rüberkommen, Herr Finch? Ja. Also ich habe hier noch nicht viel drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Eine Schaufel. Also das ist.
Am besten ja am Bürgersteig der Länge nach. Also das mit dem Radlader finde ich schwachsinnig. Weil das bringt hier überhaupt nichts. Also soll ich den, den anderen holen? Ja, Moment. Also ich glaube, wir kommen, würden da auch mit dem kleinen Bagger besser klarkommen. Ja gut, dann hole ich den kleinen. Ja, warte doch erstmal. Ja, wir können ja. Herr Finchi ist hier noch am Rangieren. Ja. Der braucht nur rankommen hier. Aber was das am Ruckeln ist, das gibt's ja gar nicht. Weiter, zurück noch ein Stück. Gut, 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 ein bisschen vor. Noch ein bisschen. Immer antippen, antippen, antippen. Weiter vor. Aber gut. Ihr Lieben, zur Info, auf der Roadmap ist auch angegeben, dass der Multiplayer auch nochmal gefixt wird, beziehungsweise, dass da auch noch Arbeiten dran stattfinden. Ja, das wäre auch ganz gut, ey. Ja, aber das ist echt blöd. Das geht gar nicht. Da wir ja noch eine lange Zeit damit beschäftigt sind, mit dem Simulator, wird der Unterschied auch in unseren Videos, denke ich mal, sichtbar. Wollen Sie hier so eine Bahn von hier aus mal ziehen? Ja, ich versuche da muss das Auto aber weg. Nö, aber ja, der ist einfach zu. Finde ich, muss da ein bisschen. Der muss dann da weg. Ich versuche das mal, ob das funktioniert. Oi, langsam, langsam, nicht so schnell. Ich glaube einfach, dass das nicht funktioniert hier. Ich kann es probieren, ja. Aber ich glaube, der ist einfach zu groß. Da hätte ein kleiner gereicht. Wenn ich mal ehrlich bin. Ein kleiner hätte vollkommen gereicht. Ich muss mich erstmal. Oh! Da geht das schon. Uiuiui. Ja, da geht das schon los. So, warten Sie. Oder ich stelle mich dann rückwärts in die Markierung da rein. Ja, das wäre. Ja, nee, das, so gut kann ich mich da nicht bewegen. Das ist kacke. Da kann ich mich nicht bewegen. So, ich probiere mal aus hier. Da müssen wir nachher mal die Straße reinigen. Das bräuchte man noch so ein Reinigungs. Ach, da reinige ich doch nicht. Da ist doch die Stadt für zuständig. Okay. So, wir gucken mal, ob wir jetzt hier was abtragen können. Fahr noch mal ein bisschen näher ran. So, okay. Oh ja, geht ganz gut, ne? Weiter noch, da geht noch mehr. Oh. Ich muss gleich mal tanken fahren, der roter Bereich. Ja, sie müssen ja gleich die Erde wegbringen. So, reicht schon, machen sie voll, oder? Die reicht schon. Ja, der sieht voll aus. Meine Schaufel ist noch nicht voll. Ja, voll ist sie noch lange nicht, ey. Fahr mal raus. Müssen wir noch viel tun, oder? Vinci? Mhm. Stell dich mal auf die andere Seite, auf die andere Seite hin. Weil ich muss ja immer hier rausfahren und drehen, das ist doch kacke. Hier so hin. Warte. Ich muss mit dem Riesenteil hier. Oh nein, nicht auskippen. Junge. Ja, so dass ich an dich rankomme, ne? Ja, passt. Ja, alles klar. Junge. Das Ding ist einfach zu groß. Also wir müssen uns. Demnächst machen wir Folgendes, Chefin. Ja. Dann fahren wir erst hier hin und begutachten die Baustelle. Jawohl. Weil das macht uns keinen Sinn. Ja, weil Sie haben recht, Herr Hoxen. Wir nicht. Oh. Eine kleine Schippe noch und dann bin ich voll. Ja, dann fahren Sie schon mal, Herr Hoxen. Ja, fahr jetzt schon. Und tanken Sie gleich, ja? Ja, verstanden. Und langsam fahren. Sie machen hier, verlieren hier alles. Fahren Sie doch erstmal hier in die anderen Richtung, dann können Sie so erstmal tanken. Nicht, dass der Wagen Ihnen liegen bleibt. Genau, das geht nämlich schnell. Chefin, ja? Sie machen Folgendes. Ich steige mal hier aus. Ja, soll ich mal? Nee, einen kleineren oder einen größeren. Oder wenn Sie damit klarkommen. Aber ich muss den Helm erstmal aufsetzen. Entschuldigung. Ja. Hatten Sie jetzt gar nicht den Helm auf? Herr Hoxen, denken Sie an die Sicherheitsvorschriften. Ja, ich habe ja im Fahrzeug gesessen. Ja, trotz alledem. Kein Sprit mehr drin? Doch. Ich will ja, soll ja nicht so schnell fahren. Ja, gut, okay. Verlieren tust du es sowieso. Ja. Da kannst du es eh nicht ändern. Das Ding ist einfach zu groß. Ja, warten Sie mal. Ich guck mal.
Also mal weiter vor, weiter, weiter. So. Der ist schon voll. 79% haben wir schon. Der ist schon voll, gut voll. Ja, ziemlich voll, sagen wir mal so. Sie müssen zum Schluss die Schippe auch immer wieder hochkippen, damit sie auch wirklich... Ach, da, ach. Hören Sie auf. Okay. Ehrlich? Man sollte ja nicht für möglich halten, ne? Herr Hoxton. Nein, die Chefin, ey. Ich merke schon, Sie werden mir überdrüssig, kann das sein? Ja, weil Sie auch irgendwie, weiß ich, sind schon wieder so komisch, so wie gestern. So wieder so, als ob Sie das zum ersten Mal machen. So kommen Sie mir langsam vor. Was ist denn da los mit Ihnen? Ja, aber Sie waren früher sehr, wie soll ich sagen, Sie haben mehr auf meine Worte geachtet. Ja, das mache ich ja jetzt auch. So, jetzt kriege ich gleich die Tankrechnung, da freue ich mich jetzt schon drüber. Obwohl das Tanken geht ja noch, das Reparieren ist ja mal schlimmer. Da müssen wir aber erst später. Wir hätten uns das jetzt eigentlich sparen können, dass der weggefahren ist. Ne? Wir hätten das von hier verkaufen können. Ja, geht das? Ja, du kannst ihn doch leeren. Ja, 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 ja. Vinci? Ja? Bist du am Tanken? Ja, bin fertig mit Tanken. Ja, komm wieder zurück. Okay. Drück mal auf F und guck mal, ob du das, was du hinten drin hast, so, ob du das verkaufen kannst. Ich kann da nur befüllen, aber nicht entleeren. Okay, dann müsst. Komm mal zurück. Nee, dann muss er wegbringen. Komm mal zurück. Hier in der Fläche, wo du bist, da. Wir können das machen. Komm mal zurück. Wir können das nicht machen. Ja, natürlich. Wenn er befüllen kann, kannst du auch leeren. Oder in der Fläche da, ja. Ja, garantiert nicht. Weil hier kommt das Material hin. Genau. Komm erstmal her. Ja. Ich sehe ihn schon. Das können wir immer noch ausprobieren. Ich weiß, dass das geht. Wenn du befüllen kannst, kannst du auch leeren. Oder es geht halt nur mit Baumaterialien. Kann auch sein. Ja, ja. Wie Teer und Kies und so eine Scheiße. Aber das müsste mit dem auch gehen. Oder nur mit geliehenen Wagen. Das kann auch sein. Komm mal her, lass uns mal gucken. Mahlzeit. Mahlzeit. Weil ich habe keinen Bock, wenn er das jetzt hier abgibt, dass die Scheiße hier liegt. Guck, genau, Chefin, probier du mal. Ja, er muss raus. Vielleicht kann er das nicht verkaufen, das kann ja sein. Nee. Es geht nur befüllen, wirklich. Dann geht das nur mit dem leeren Fahrzeug, ne? Ja. Muss der jetzt echt zum Kieswerk fahren? Aber da kann man schnell rein. Das kostet Geld, Herr Hoxton. Ja, ist uninteressant. Nee, das ist nicht uninteressant. Das sind 200. Warte, ich kann Ihnen das sagen, wie teuer das wäre. Weil das eine weite Strecke ist. Ja, eben. Wie lange soll er denn unterwegs sein? Das kostet 98 Euro. Also, das finde ich ein bisschen. Dann wieder hin und her, das weiß ich nicht. Das finde ich ein bisschen sehr teuer. Die kacken sich ein bisschen ein, kann das sein gerade? Für 98 Euro? Ich habe jetzt gerade 49 Euro wieder Kosten gehabt. Ah, 9 Euro. Ja. Ja, war mein Fehler, Entschuldigung. Bitte? Chefin. Was haben Sie jetzt gemacht? Herr Finch? Was haben Sie denn gemacht? Ich bin auszusehen zum Dingens, zum Kieswerk gereist. Jetzt schon wieder? Das gibt's ja wohl gar nicht. Wo ist der jetzt? Ich bin hier. Wo? Ja. Aber nicht auf der Baustelle, Junge. Ja, hier. Herr Finch, das waren jetzt 100 Euro, die Sie mir gekostet haben. Ich werd verkloppt. Ich glaub das ja wohl nicht. Hör mal, der kann das doch hier vorne verkaufen, oder nicht? Muss der unbedingt die Erde da abgeben? Beim Stein? Nee, er kann dann nicht vielleicht auch den Bauhof. Da, wo der Container ist, ne? Hier wirst du los, was sonst keiner haben will. Ah, Moment. Ja, okay, gut. Recyceln. Ja, kann er ja mal ausprobieren. Ich kann ja mal dahin fahren, ansonsten muss ich zum Kieswerk fahren. Sonst muss ich zum Kieswerk fahren. Und bitte, Herr Finch, ich ziehe das Geld vom Lohn ab. Ist Ihnen klar, ne? Für Ihre privaten Reisen hier, da. Nee, das geht gar nicht. Entschuldigung. Das ist nicht zum Lachen, Herr Finch. Das kostet unser Vermögen hier. Was für ein Vermögen denn? Erwarten Sie mal, ich mache Ihnen den Wagen mal wieder voll hier. Da bringt doch nichts, der ist doch schon voll. Nee, der hat so viel verloren, da ist er noch nicht voll. Der verliert doch jetzt auch wieder. Ja, aber dann haben wir ihn wieder ein bisschen aufgefüllt. Hast du mal geguckt?
Wie viel passt da noch rein, Finchi? Ach, eine Minischippe. Ja. Ja, fahren Sie, wir warten hier. Die Chefe, wieder. Die hätten auch Muldenkipper leiden können, Fräulein. Das ist jedes Mal derselbe Fehler, den sie machen. Jedes Mal das. Ja, ich wusste ja nicht. Nächstes Mal gucken wir vorher, was hier an der Baustelle. Habe ich doch gesagt, wir müssen uns erstmal die Baustelle angucken. Deswegen brauchen sie ein Fahrzeug. Ja. Damit sie erstmal zur Baustelle fahren können. Ja, gut, ich könnte ja jetzt den Pickup kaufen. Soll ich den kaufen? Ja, und ich gehe dann da rein. Ich hole ihn dann. Das ist gut. Dann ist ihr Fahrzeug. Werde ich mal. So, dann machen sie mal eben. Dann nehme ich euch noch mit, Leute. Wir holen den Pickup ab. Oh, da hört sich auch ein Pickup ab. So, der Wagen ist gekauft, der steht beim Fahrzeughändler. Gut, ich spring rein. Oh, geiles Auto, ey. Geiles Teil, hören wir mal. Das ist schon geil. Frage ist, ob wir da mit drei Leuten rein können, ne? Können wir ausprobieren. Was ist denn bei mir? Haben Sie hier Bonbons reingelegt? Nö, das sind alte Gummibären, die ich noch unterm Schuh hatte. Oh. Toll. Mm. Aber machen Sie sich nichts draus. Die riechen auch ganz... Die riechen ganz eklig. Können vielleicht ein bisschen hart werden, aber... Ja, ich meine auch ein bisschen weich. Ich habe da tausendmal noch rumgetrampelt. Ach so. Scheint wohl nicht so schlimm zu sein. So, das ist unser Firmenwagen. Schade, hätten sie auch schön lackieren können. Oh, ist das hier Wasser? Alter, ey. Die fahren sich hier in Stiefel zurecht. Was haben sie denn hier neben sich? Ist das destilliertes Wasser oder was soll das sein? Nee, das ist Spiritus. Also beim Bauhof hier kann ich das nicht abladen. Okay, dann ab zum Kieswerk. Eine Schnellreise hin, eine Schnellreise zurück. Sie haben die Erlaubnis. Ich habe die Erlaubnis. Steffi, ich komme mit Ihrem neuen, mit Ihrem neuen Wagen. Oi, 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 langsam, langsam. Den muss ich mir ja mal angucken, ne? Kann ich denn da auch hinten einsteigen? Warte mal. Nur vorne. Ja, die Frage wäre jetzt, ob einer hinten einsteigen kann. Mhm. Wie sieht denn das so von innen aus, das Fahrzeug? Wow. Aber ich hätte mir eine andere Farbe gewünscht. Mhm. So, der Finch gibt ab. Was war das? Gib ab. Gib ab. Ja, wollen Sie jetzt den ganzen Tag da drin sitzen bleiben? Also wirklich. Also hören Sie mal, jetzt reicht es aber langsam, ne? Also einsteigen kann, wir müssen das mal ausprobieren, ob Finchi auch hier reinkommt. Weil das wär ja gut, ne? Aber damit fährt man erstmal zur Firma. Und besser zu jedem Baustellen und guckt sich das erstmal an. Was wir da alles machen müssen. Und dann kann man entscheiden, was für Geräte man mietet. Verstehen Sie das, Chefin? Auf jeden Fall, Herr Hoxen. Haben Sie ja nie gemacht. So, und bevor Finchi wieder da ist, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.